trotz der ganzen Digitalisierung ist es sehr wichtig, dass das Produkt schlussendlich immer noch Handwerk ist. Auch wenn wir alles digital in die Werkstatt rausgehen, ist es sehr wichtig, dass ein Schreiner alles von bis zum Schluss macht. Das heisst, er schneidet die Platte zu, tut es kämpeln und tut zum Schluss lackieren, dass das alles aus einer Hand kommt. Und das ist uns wichtig und das klappt mit Vectorworks, dass das Produkt perfekt ist. Was die Celine Schreinerei AG auszeichnet, ist, dass wir sehr vielseitig sind. Wir machen viele Küchen, Türen, Fenster, Schränke, haben auch noch einen eigenen Bodenlecker. Wir sind also sehr vielseitig im Bau und sehen in viele Bereiche hinein. Im 14. haben wir den Neubau gemacht. Davor waren wir mitten im Dorf hier in Niederurnen und hatten eigentlich keine eigene Produktion. Wir haben eigentlich alles Fertigprodukt zugekauft, sind da runtergekommen und haben das Gefühl gehabt, mit unserem Betrieb und unseren Maschinen können wir dann einfach die Sachen selber produzieren. Und das Ziel war eigentlich nicht einmal gross gewesen, wachsen. Wir haben das Gefühl gehabt, wir können dann einfach mit den gleichen Leuten mehr machen. Vectorworks ist, würde ich sagen, eine sehr zentrale Rolle. Weil, es hat die Überlegungen stattgefunden, ob wir die CNC-Programme aus dem Treviso machen, aus dem ERP oder mit Vectorworks. Und wir haben gemerkt, mit Vectorworks ist das viel einfacher zu regeln und dass das eigentlich doppelt sicher ist. Ich, der nur immer auf der Montage gearbeitet habe, dass ich das auch fertig bringe, die digitalen Daten fix fertig in die Werkstatt rausgebe. Der wichtigste Schritt für unseren Betrieb sind, wenn wir eine Kundenzeichnung machen, dass die gewissen Beschläge, Bearbeitungen schon drin sind, also so, dass es zum Auftrag kommt, dass man schon die meisten gemacht hat. Man muss nur noch spezifisch auf eine Bausituation eingehen und somit kann man mit dem Knopfklick kann man eigentlich die ganzen Daten schon generieren. Das heisst, man spart sehr viel Zeit. Wir setzen die Vectorworks ein wegen der Durchgängigkeit, das heisst 3D-Visualisierung und Maschinenansteuerung. Das heisst, Beschläglisten und Stücklisten gehen nachher über die Branchensoftware und die Stücklisten geht wieder weiter zum Zuschnittautomat. Die CNC-Daten die werden direkt vom Vectorworks weiter rausgegeben an die Maschine. Die Eigenschaften der Vectorworks ist, dass man es selber machen kann. Das heisst, die Datenbank kann man selber aufbauen, die ganzen Abläufe kann man gestalten, die ganzen Anbindungen der Maschine kann man gestalten und somit auch Details vom Betrieb einfließen lassen. Weil man die Vectorworks zentralisiert hat, hat man auch die Datenbank zentralisiert. Das heisst, das liegt bei mir. Das ist das Positive, wenn es nur einer macht. So kann man die ganzen Umstellungen machen. Der hat die ganzen Gedanken gemacht. Und so fließt es nachher weiter. Somit ist die Fehlerquelle bei den anderen Projektleitern kleiner, weil alles schon verknüpft ist. Und sie müssen sich keine Gedanken machen für die Schläge. Ich denke, was Vectorworks in Tirokette auszeichnet, dass es gar nicht so schwierig ist. Wir haben seit einem Monat eine Innenarchitektin, hat jetzt aber 5 Jahre nicht mehr auf dem Beruf gearbeitet und hat eigentlich vom Schreinerberuf keine Ahnung gehabt. Wir sind jetzt immer einen Monat so weit, dass sie eigentlich eine grosse Küche gezeichnet hat, die produktionsbereit ist, in die Schreiner raus mit allen Programmierungen. Also, man muss nicht unbedingt Schreiner sein, um das Programm beherrschen und die Digitalisierung in die Werkstatt rauszubringen.